Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den Lowrider Speed Glitch. Und zwar braucht ihr den ganz normalen Lowrider, also ich und Patrick haben jetzt den Tornado genommen, beide gleich aufgetunt, damit es auch fair ist. Und dann probieren wir das jetzt erstmal ohne Glitch, wer jetzt wirklich schneller ist. Ich schmeiß die Granate nach vorne. Also sie sind eigentlich so gut wie gleich schnell, sage ich mal. Viel Unterschied ist da jetzt nicht. Ich bin ein bisschen später gestartet, aber mehr auch nicht. Aber jetzt ziehe ich ihn doch irgendwie ab. Ja, man sieht, sie sind ungefähr gleich schnell. Das ganz genau kann man es jetzt auch nicht sagen. So, jetzt machen wir es einmal mit Glitch. Ich mache das jetzt einmal mit Glitch und dann macht Patrick das nochmal mit Glitch. So, um den Glitch auszuführen, müsst ihr einfach bloß die Hydraulik anmachen mit X und dann einfach bloß mit einem Analogstick links und rechts hin und her wackeln. Einfach nur so wie ich jetzt. Einfach so beim Fahren. Und dann kriegt ihr einen unnormalen Schub. So, Patrick, dann stelle ich mal hin. Du, Patrick fährt ohne Glitch, ich fahre jetzt mit Glitch. Man sieht die Geschwindigkeit auf jeden Fall, wie das Auto an Geschwindigkeit auf jeden Fall zulegt. Das ist schon richtig krass. So ein einfacher Glitch. So, und jetzt fahre ich wieder ganz normal und Patrick macht jetzt diese Hydraulik mit hin und her wackeln. Dann werden wir ja sehen, dass ich 100 Pro verkacke. Patrick, bist du bereit? Wie man sieht, er holt mich locker ein. Sein Tornado ist viel schneller als meiner durch diesen Glitch. Oder Trick, sage ich mal. Glitch ist es jetzt nicht wirklich. Er zieht mich sowas von ab. Ja, hier ist der Beweis, dass es wirklich schneller ist. Also, dass der Glitch wirklich hilft, dass Patrick sein Tornado viel schneller war eben. Hat man ja gesehen. Unsere Tornados sind beide komplett gleich aufgetuned, alles normal. Man hat es ja auch am Anfang gesehen, dass sie ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und vergesst es zu abonnieren. Dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.